Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Bravely Default. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen wen überrascht. Ich will nur wissen, was kann der? Warum überrascht es mich eigentlich nicht, dass der vergiften kann? Aber ich gehe mal von seinen Fähigkeiten aus, dass er nicht vergift, dass er außer Vergiften nicht viel drauf hat. Nein. So. Dementsprechend sollte es ein relativ gemütlicher Kampf werden. Hochheilen. Naja. Ich glaube, ich werde einen immer am Heilen. Gucken wir mal, wie mache ich das am besten. Mediziner auf Tiss. Mach dann einmal so. Okay. So. Jetzt Giftimmunität hätte, das wäre super. So, aber der macht doch ziemlich viel Schaden. So. So, plündere den mal bitte aus. Sich verarschen. So oft angegriffen, dann. Nein. Nichts wirkliches gestohlen. So ein Bullshit. Nein. Das letzte wird wieder ein Sprung. Das letzte wird wieder ein Sprung. So, wer hat jetzt nichts gemacht, ne? Er hat sich ihn aufgespart. So, greif mal ein bisschen an. Wow! The fuck war das? Nein. Kannst jetzt eben kurz mal ihn wiederbeleben. The fuck? Okay. Der ist aktuell vergiftet, aber die ist oben, die kann ich aktuell nicht anvisieren. Das heißt, ich muss eine Runde mit dem Gift leben. Dann keine Schwächen, ne? Moment. Smose. Gucken wir doch mal das an. So. Da kann ich eigentlich. Hätte ich die Idee noch gerne unten. Das wäre ganz cool. Kannst du gemach mal machen, damit er mal langsamer wird. Und dann hau einfach drauf. Natürlich kommt sie jetzt runter. Roms. Yes. Okay. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Super fit. Ah, sehr schön. Jetzt klaue ich ihm die MP. Hihi. Finde ich gut. Mediziner. So. Er kann sich heilen. Warum wundert mich das eigentlich nicht? Hey. Ach, er macht Schaden. Wie macht der da den Schaden? Wie berechnet er sich? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vor allem, weil es viel zu schnell war. Es gefällt mir jetzt gar nicht, dass die Idee tot ist. So.
Du kannst da mal den... Einmal, zweimal, dreimal und dann den Lebensdieb. Nein, so. Ach, ich komme durcheinander. Hatte ich jetzt eine Phönixfeder schon geschmissen gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe einfach mal, ja. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt eine Phönixfeder geschmissen habe. Naja. Ich kann nicht nachgucken, was sie jetzt machen, ne? Gehen da drauf. Das hatte ich nicht irgendwie was, was bannen oder so wird? Klar, Erdschaden. Hatte ich sowas nicht? Ich glaube nicht. Und dann Komet einfach mal. Go. Okay, der hat nichts mehr. Mehr Leben. Okay, da kommt die Phönix wieder, sehr schön. Vitra. Zweimal Vitra. Sehr gut. Haska. Komet noch neutral und Schaden. Es geht mir auf den Keks. So. Der kommt gleich erst wieder runter. Anti-Gift irgendwas so, irgendwie sowas draufhauen sollen. Ich lasse das Gift jetzt erstmal da, wo es ist. Der ist tot. Geil. Super. Das ist jetzt auch erstmal eine Runde tot noch. Weil dann kann ich hier alles machen. So, das so. Kannst du sie wiederbeleben. Dann kannst du einmal wieder auf alle machen. Ich glaube, ich ignoriere das Gift doch jetzt erstmal. Und so. So. Sonst habe ich ja nichts, was ihm großartig Schaden machen würde. So, einmal den Lebensstil einfach so an. Und er kann sich ja sowieso mit Lebensdieb schön hochheilen. Muss einmal Gimach. Hoffen, dass es mal funktioniert, weil Gimach hat er nicht drauf. Das war mehr HP. Danke. So. Das geklappt. Ich kann nicht nachsehen. Ja, hat geklappt, danke. So. Alle wieder voll. Und. Oms. Und macht ganz gut Schaden. Auch wenn die ganze Teil wieder weggeheilt wird, weil. Der Typ macht aber auch einen Schaden. What the hell? Ich muss eigentlich nur gucken, dass ich über 1000 bleibe die ganze Zeit. Das, damit er Dings nicht machen kann. Dann so. Es geht mir auf den Sack. So. Wow. Der darf auch wieder, yay. Er macht nix. Super, hat sich aufgespart. Das war nicht richtig. Das ist nicht witzig. So. Ne, halt. Ringe aber das eindeutig schneller. Ich habe irgendwas, was richtig gut ist.
Alter, der geht mir auf den Keks. Der geht mir richtig auf den Keks. Ach so. Ansonsten hast du jetzt nichts, damit du auf jeden Fall am Leben bleibst. So, da habe ich gerade eben viel zu schnell gedrückt. Einmal Engel auf dich. Engel auf dich. Vitra auf alle. Bitte zweimal. Yay. Okay. Mir beschwört. Warum auch nicht? Okay, einmal, zweimal, das Leben wieder. Alle haben über 1000. Der Typ geht mir echt auf den Keks. Angriff. Ich muss mal unbedingt die Dings nochmal durchgucken. Ach so. Yay, drei Charaktere vergiftet. Warum auch nicht? Stirb. Na komm. Gib mir das auf den Sack. Gib mir das auf den Sack. Nein, du defaultest. Nee, machen wir anders. Machen wir anders. Objekt. Ringable. Agnes. Vitra auf alle. Du kannst. Nein, du machst den hier. Nein, das war falsch. Und du machst auch nochmal einen. Auf alle. Jums, Jums. So. Na komm. Ja, wer ist tot? Der macht 9999 Schaden mit einem Angriff. Das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Ah. Nee. Das ist so lächerlich. Aber ich kann mich nach jedem Angriff wieder hochheilen. Das ist das einzig Schöne. Weil er ziemlich BP-verschwenderisch ist. So. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass er Idee angreift. Er greift an jetzt an. Okay. Alles okay. Machen wir das so. Machen wir das mal. Ich möchte mal wissen, ob das gut anmacht. Den Angriff so an. So, du darfst erstmal Vitra auf alle machen. So, zweimal und dann sind gerade alles schön da. Dann machen wir das so und hoffen, dass das hilft. 1000 Schaden. Das macht auf jeden Fall mehr Schaden als andere. So, hochheilen. Haska. Florga. Ich hoffe, dass das hilft. So. Normaler Sprung. Ich wüsste, wie viel MP der Kerl hat. Das ist anders. Smose. Ja, komm. Mach das ein bisschen schneller. Gib mir deine MP. Der ist tot. Ringable ist tot. Geil. Kann er damit endlich aufhören?
mir auf den Keks. Der Kerl geht mir vielleicht auf den Sack. Wow. Nein. Eieieiei. So. Engel auf Ringable. Vitra auf alle. Sprung. Ja. So, es ist alles etwas sehr dämlich gerade. Ich glaube, ich bin sowieso jetzt mal vor ihm dran. Oder auch nicht. Und er killt fast den Charakter. Er ist jetzt, er wird nächste Runde angreifen. Älter ist der nervig. Kein Trank. Vor allem macht er immer Standardschaden. Was mir gar nicht gefällt. Erstmal kurz hochheilen. So. So. Dann machen wir doch einfach mal. Ich meine, der. Mal einfach nur mal an. Und du hast schon wieder ein Special bereit. Yo. Na komm. Ein bisschen schneller hier. Okay. Das ist tot. Er geht mir so auf den Sack. Wow. Kann ich eigentlich so. Sonst geht er mir ewig auf den Keks. Lass uns das machen. Wird diese Runde nichts tun. Heißt, ich kann eine Rotis wiederbeleben und einmal hochheilen. Yay. Das ist ein Geduldsspielchen hier gerade. Die Idee macht guten Schaden an ihm. Ich würde ihn aber langsam gerne mal unter 10.000 bringen. Das wäre sehr, sehr angenehm. Sprung, hochgehalten. So. Langsam aber sicher komme ich ja wieder mal in angenehmere Gefilde hier. Super Trank reicht. Der macht sowieso entweder nur 1000 Schaden oder viel zu viel. Eieiei. So. Ich sollte vielleicht eigentlich mal den Bann raushauen, den ich die ganze Zeit schon habe. Habe ich eigentlich noch? Ist es noch mit Osmose verzaubert? Hol dir mal die MP von dem. Ich hoffe, er hat MP und nicht irgendwas Max-mäßiges. Er greift nächste Runde nicht an. Kriege ich 10.000 Schaden in einer Runde? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Du sollst das hier machen. Engel, er kann aber nicht mehr so viel. Engel kostet 18. Reicht's für einen Vitra noch? Ja, reicht sogar noch für mehrere Vitra. Ne, reicht noch für einen Vitra. Dann hau noch ein Vita raus. Sicherheitshalber. Und dann. Komm, Knüppel rauf. Ja, so passt das. 2000. Gut.
So. 8000 in einer Runde. Okay, ich mach's nur Gift. Das ist fast tot. So. Hätte ich diesen verdammten Bann nicht vergessen, wäre der wahrscheinlich schon längst tot. Aber egal. So. Osmose ist ausgelaufen. Ich frage mich gerade eigentlich, ehrlich gesagt, ob auch Refleck gegangen wäre. So. Jetzt auch volles Risiko hier. Ich kann es sowieso noch angreifen. Fuck you! Na komm. Stirb! Danke! Es hat gepasst! Level up, level up, level up! Yay, fallen Level up! Eieiei, Alter! Dieser Kampf! Das war mehr ein Krampf, aber okay. Wow! Aber ich habe mich auch angestellt, dass ich den scheiß Banner vergessen habe. Salbenmacher! Yay! Ich würde eher Alchemist sagen, aber okay. Nutzt Gegenstände mit größter Effektivität. Nutzt Gegenstände für Heilung und Magie, bevorzugt Dolche und Stäbe. Heilwissen behandeln. Okay. Ach so, dafür sind die Dinger da. Oder was? Okay. Interessant. So, okay. Partygespräch. Ordnung halten, aber wie? Ist sehr seltsam, aber okay. Und jetzt, da wir den Salmacher-Asterik haben, wollte eigentlich die Wirkung unserer Gegenstände verstärken. Und auch Gegenstände zu noch mächtigeren Objekten kombinieren. Klingt ziemlich praktisch, aber besonders aufregend ist das nicht gerade, oder? Stimmt schon, viel zu langweilig für uns. Mit anderen Worten, ihr zwei seid zu faul, Ordnung in euren Inventar zu halten. Nein, wir sind nicht faul, es gibt einfach andere Dinge, die wir lieber tun. Den Seilmacher-Job ergatterten zu haben, ist ja schön und gut, aber in eurem Inventarbeutel herrscht das reinste Chaos. Ihr braucht noch bestimmt eine Ewigkeit, bis ihr da etwas findet. Ein Beispiel, du musst einen Heiltrank von deinem Heiltränken trennen. Achso, Hai halt. Was? Aber das sind doch beides Heiltränke. Warum denn? Und du, Ringabel, du kannst nicht einfach Gegengift, Echokraut und Wecklocke so zusammenwerfen. Warum nicht zusammen? Ergibt das ein richtiges Allheilmittel. Und wenn du nun nur eins davon brauchst, du würdest es nie rechtzeitig finden. Nimm dir ein Beispiel an der Ordnung bei Agnes, du musst aber wirklich nicht jede Tablette einzeln aufbewahren. Ja, natürlich. Tis, du und Agnes seid ja richtige Erbsenzähler. Idea und ich dagegen, nun ja, jeder wie er mag, stimmt's? Ich habe mich gerade extrem verlesen, what the fuck. Genau, ich höre nicht zu denen, die sich wegen solcher Nein, ideal, nies in die andere. Okay. Na toll, du hast gerade alle Pulver in die Luft genießt. Tja, dann habe ich ja bestimmt weniger aufzuräumen, stimmt's? Okay. Au.
bin immer noch vergiftet mit irgendeinem. Mit zwei. Eieieiei. Dieser Bosskampf, der Fug. Es hört sich widerlich an, aber egal. Okay. Warum auch nicht? Verballern wir mal ein bisschen was. Damit ich hier nicht ganz so wehrlos durchrenne. Ich habe keine Lust, nochmal rauszugehen und wieder reinzugehen. Yay. Obwohl ich eh zum Eingang zurück muss. Ha. Yay, speichern. Nach Osten. Ich gebe dir gleich Osten. Wir müssen nicht nach Osten hier in dem Turm. Klappern erstmal alles andere ab. No. Keine Lust. Danke. Dass ich erst entkommen bin, nachdem ich ein paar Mal weggelaufen bin. Gehen wir zum Eingang wieder zurück. So. Gucken uns jetzt im Norden um. Yay. Komm ich da überhaupt durch? Nö. Da komme ich nicht lang. So ein Mist. Da komme ich ja bestimmt irgendwie hin. Muss ich doch hier lang. Verdammt. Nein. Da unten gibt die Main Quest weiter. Yay. Ah, hi. Danke. So. Oh, Truhe. Jetzt noch 5 Truhen. Eis. Das hört sich gut an. Das hört sich sogar sehr gut an. Ein bisschen schwächer. Allerdings tippe ich mal. Verursachen Wasserschaden. Okay, du bist deutlich schwächer. Was wäre halt gegen Gegner, die Wasser? Ah, muss man mal gucken. Ich fäll mal auf, ich sollte mich vielleicht heilen. Sollte mich heilen. So. Ein bisschen was die DA fehlt, ist nicht ganz so schlimm. Was haben wir hier unten? Hey! There he is! Are you alright? Who are you? You're safe now. We'll get you out of here. So you're Eagle, huh? That's right. Who are you? We've come to help you. Really? I was going to see the Fire Vestal. What was that about the Fire Vestal? Let's talk later. We have to get him to safety first. Okay. Hier geht's Rettung. Ich bin vielleicht froh, dass er in Sicherheit ist. Für wahr, und er hat seine Sicherheit. Er hat mit Sicherheit deinen Mut zu verdanken, Tiss. Deinem Mut und deiner Dummheit, sollte ich eher sagen, wollte ich gerade auch sagen. Ich kann nicht leugnen, dass es richtig war, das Leben des Jungen zu retten. Aber du bist zur höheren berufen, Tiss. Das Erwachen des Kristalls hängt zum Teil mit von dir ab. Wo wir gerade davon sprechen, was glaubst du, in welcher Beziehung er zur Westin des Feuers steht? Oh, er pennt. Er schläft tief und fest, das kann man ihm wohl kaum verübeln, nach allem, was geschehen ist. Hey, aufwachen, Kleiner, du bist hier unsere einzige Spur. Hey! Harry, hör auf damit. Gönne ihm wenigstens Ruhe, bis wir Hartschild erreicht haben. Okay. In Ordnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwo ein Geheimgang sein wird. Ah.
Aber ich würde mal sagen, wir hauen hier erstmal von ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wäre, Let's Play Bravely Default. Und wenn jetzt nichts Großartiges passiert auf den Rückweg von hier nach Hardshield, werde ich euch den Weg rausschneiden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.